Wunderbar, aber eine Frage habe ich noch. Eine Frage habe ich noch, okay? Sie wollen jetzt gehen schon, oder wie? Aber eine Frage machen Sie noch, oder? Eine Frage machen Sie noch. Okay, immer auf die Zahlen so. Ja, eine Frage machen Sie noch. Haben Sie die Bibel dabei? Können Sie mal neben mir aufschlagen? Neben mir sehen. Ja. Nehemia 7, Vers 6. Ja. Weil mich interessiert nämlich auch, was da dran steht. Ja, ja, machen Sie das. Also wie gesagt, Sie sind bei uns immer sehr herzlich willkommen. Alhamdulillah. Ich freue mich, so Leute wie Sie zu sehen. Ich meine es ernsthaft. Was sagt der Kapitel? Nehemia 7, Vers 6, bitte. 7, Vers 6. Ja. Hier steht, ne, ich lese aus Esra 2 vor, das ist dieselbe Geschichte, ja. Und dies waren die Söhne des Gerichtsbezirks, die aus der Gefangenschaft der ins Exil weggeführten, hinaufgezogen, welche Nebukadnezar, der König von Babylon, ins Exil nach Babylon weggeführt hatte und die später nach Jerusalem und Juda zurückkehrten. Das ist genau dieselbe Stelle hier, ne? Moment, Nehemiah 7, ach, entschuldigt. Ja, Teil von Esra. Ich habe von Esra vorgelesen. Ja, das war von Esra vorgelesen. Also in Jeremia, ich lese mal kurz von Esra vor, ja? Nochmal. Ich war der Verkehrte. Das ist ja kein Problem. Deswegen stimmte das nicht überein. Was passiert denn hier? Nehemia 7, Vers 6. Ja. Außer Gott. Gott passiert sowas natürlich nicht. Weil Gott ist perfekt. Ja. Und dies waren die Söhne des Gerichtsbezirks, die aus der Gefangenschaft, der ins Exil weggeführt, hinaufzogen, welche Nebukadnezar, der König von Babylon, ins Exil nach Babylon weggeführt hatte und die später nach Jerusalem und Juda zurückkehrten. Jeder in seine eigene Stadt. So. Hier bei 6 steht, dies sind die Söhne des Gerichtsbezirks, wieder Gerichtsbezirk, die aus der Gefangenschaft, der ins Exil weggeführt, hinaufgezogen, welche Nebukadnezar, der König von Babylon, ins Exil weggeführt hatte und die später nach Jerusalem und nach Juda zurückkehrten. Das ist dieselbe Geschichte, ja, ja, ne? So. Dann fängt, so, dann fängt bei Dings an, bei Vers 10, 8. Vers 8 fängt er an, die Zahlen aufzuzählen. In Esra werden die, lesen Sie mal ab Vers 8, die Söhne des Barosch, 2172. Ja, sind in Esra genauso viele, stimmt überein. Und dann die Söhne Sheriatz ja, oder so, ne? Wie viel sind das? 372. Dann kommt Arach, ne, wie viel sind das? Aber 652. Gut, in Esra steht 775. Ja, nee, Moment. Achso, 7, das ist ein Unterschied. Ja. In Esra steht 775, das ist also ein Fehler. Ja, das ist ein jetzt danach kommt, also hier schon steht 775, da steht 652. Das ist der Vers Esra 2, Vers 4. Und bei Ihnen ist Nehemia wie viel? Nehemia 7, Vers 9. 7, Vers 9, genau. Die muss man gegenüberstellen. Gut. Dann, Pahat Moabs von den Söhnen Joshuas und Joabs. Wie viel sind das in Nehemia? Moment. Muss ich erst wieder finden. Die Söhne Shephras, die Söhne Aschras, die Söhne Aschabons sind 2818. Gut, in Esra 2. Vers 4, da steht, dass das 2812 sind. Also wieder eine andere Zahl. Dann gehen Sie mal zu Sattus, dann kommt Elams, das ist wieder genau dasselbe, 1254. Ne? Und dann kommt Sakkais. Ne? Sakkais ja, haben Sie danach. 760. Ja. Da haben wir hier, bei Sakkais 760? Ja. Nee, ich meine Sattus, Sattus kommt davor. Ja, Sattus, Doppel-T. Sattus. Sattus, 845. Ja, hier steht 945. Hier steht 945. Also das erste war Esra. Ja. Also Sie können das am besten, ich gebe Ihnen einen Tipp. Schauen Sie mal. Ich habe das hier auch so gemacht. Dann nehme ich einfach die Sachen, schaue ich das zu Hause an, dann habe ich einfach die Namen aufgeschrieben und auf der anderen Seite genau die Namen mit den Zahlen von Dings aufgeschrieben. Ja? Insgesamt kommen da 18 Fehler raus. Aber ich sage den Zahlen.
Ja, natürlich. Aber wenn das von wenn Gott perfekt wäre, dann könnte das natürlich nicht auf der Seite fällt. Aber ich sage Ihnen etwas anderes. Können Sie oder ich? Nein. Gibt es irgendwo im Alten Testament der Name Jesus? Das ist der Voraussage, nicht Messias, nicht Knecht Gottes, sondern der Name Jesus. Kommt der irgendwo im Alten Testament vor? Das haben viele diskutiert, Evangelikale auch, oder sorry, wo was. Der Name Jesus selber nicht, der Knecht Gottes, der Messias. Wir haben auch kein Problem damit, als Messias zu akzeptieren. Wir lieben Jesus, ja. Wir glauben, dass er von der Mutter Jungfrau Maria geboren wurde, dass sie Jungfrau gewesen ist, durch ein Wunder vom allmächtigen Gott. Wir glauben, dass er Wunder gewirkt hat, dass er einer der mächtigsten Gesandten des allmächtigen Gottes war. Und wir glauben, dass wir Gott so anbeten müssen, wie er angebetet hat. Matthäus 26, Vers 39, mit seinem Gesicht auf dem Boden. Aber was ich Ihnen im Alten Testament zeigen kann, ist der Name Mohammed. Aber nicht im, natürlich nicht in der Übersetzung, sondern im Hebräischen. Und zwar in Hohelied 5, Vers 16. Ich lese Ihnen das. Mal eben Esra eben, dass ich mir das aufschreibe. Esra 2 war es, ne? Esra 2, Nehemiah 7. Ja. Nehemiah 7, Vers 9 habe ich, aber Esra habe ich nicht. 2. Esra 2, da wird er die Folge aufschreiben. Dann fängt das an aufzählen, dann mussten sie die Aufzählung von S aufschreiben, was da für Zahlen dabei rauskommt, und dann von René vergleichen, dann sind sie einfach vergleichen, ja, so Filter kommen. Das ist einfach nur das ist Aufzählung. Esra, das fängt an bei Esra, Entschuldigung, ich muss Ihnen da genau helfen. Esra 2, aber ich will ja auch genau, wieso, wie habe ich das gar nicht? Esra 2, einen Moment bitte, das fängt an, ach, das fängt direkt am Anfang an, Esra 2, Vers 1. Ich lese das mal kurz auf Hebräisch vor. Das ist natürlich dann nicht so übersetzt, dass man den Namen, weil das wäre eine Katastrophe für die katholische Kirche, ne? Oder? Für die, die die Steuer bezahlen. Hier steht, Hippo, müssen genau zuhören. Also, Entschuldigung, nicht, dass er das beleidigen lässt. Hippo, das heißt sein Mund. Hippo Mantekim, das heißt der Mund ist voll Süße. Ukullu Muhammad Dim, Zadu di Wazarahi Beinod Yerushalayim. Haben Sie Muhammad gehört? Muhammad Dim. Dieses Dim kennen Sie von Elohim. Ja. Das ist vom Respekt her, wie bei Elohim heißt nicht mehrere Götter, wie die Evangelikalen und die Pfingster behaupten, sondern bedeutet als Respekt für Gott. Eloh, ja. Allah. Na, hier sagt er, sein Mund ist voll Süße, alles ist lobenswert. Mohammed, dies ist mein Geliebter, dies ist mein Freund, o ihr Töchter Jerusalems. Dann haben wir in Jesaja 19, Vers 12. Da steht, was hatten Sie mit Hohelied? Hohelied 5, Vers 16. Dann haben wir Jesaja 19, Vers 12. Da steht, wissen Sie, wie der Prophet Mohammed die erste Offenbarung bekommen hat? Der Engel Gabriel kam zu und sagte, lies. Und er hat gesagt, ich kann nicht lesen, ich gehöre nicht zu dem Lesen. In Jesaja 19, Vers 12 steht, und das Buch wird jemandem gegeben werden, der nicht der Schrift unwürdig ist, indem er uns zu mir sagt, lies, und er wird sagen, ich kann nicht lesen. Dann im Johannesevangelium, Jesaja 19, Vers 12. Wenn ich das richtig im Kopf habe. Ich gucke nochmal nach, nicht, dass ich das falsch im Kopf habe. Aber soweit ich weiß, 19, Vers 12. Einen Moment. Ich habe etwas Falsches gesagt, aber... Den habe ich getan. Das ist 19, Vers 12. Nee, das ist 29, Vers 12. Entschuldigung, 29, Vers 12. Ja, also das kann man ja alles. Ich muss eben, wir vergleichen die Sachen. Das sind die, ich lasse das von selbst kommen. Dann setzen wir uns wieder zusammen. Weil jetzt, wir können, wir sind Hebräisch, wir können die Antworten. Und das Buch soll ich jemandem geben. Sie sind da gerade in Hebräisch, in den Dingen. 29, Vers 12. Er kann Griechisch und ich kann Arabisch. Ich sage Ihnen ganz ehrlich. Was ist in Jesaja 29, Vers 12? Was ist da für eine Diskrepanz? 29, Vers 12. Es geht darum, dass da steht, das Buch wird jemandem gegeben werden, der der Schrift unwürdig ist. Jeder zu sagen, lies, und er wird sagen, ich kann nicht lesen. Und das ist genau die Situation, weil Mohammed war ein Analphabet gewesen, er konnte nicht lesen und nicht schreiben. Das hat Gott extra so gemacht, dass er das Buch kriegt, damit nachher keiner sagen kann, er hat abgeschrieben und angelesen. So, da kam der Engel zu ihm in der Höhle, hat zu ihm gesagt, lies, und er hat gesagt, ich kann nicht lesen. Und dann hat ihm das vorrezitiert, diese ganze Stelle. Wie gesagt, Jesaja 29 war das. Wissen Sie, wie Sie...